Wie es aussieht, wartet jetzt bloß noch die Bambusstraße auf uns, denn dann sollten wir jedes reguläre Level in der Gartenstadt abgeschlossen haben. Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück. So, also ja, natürlich, ich muss dann natürlich noch in die Fluglevel rein. Ja, das wird nochmal übel, aber es wird schon irgendwie klappen. So, Bambusstraße sieht ja sehr ein bisschen, weiß ich nicht, haben wir jetzt hier so ein bisschen so ein kleines Asia-Theme oder so? Sind jetzt die Bewohner hier Panda-Bären oder was? Ich bin schon gespannt, mal gucken. So, und dann auch vor allem, wer hier der Boss ist, das Sparks-Level. Jetzt, wo man so langsam weiß, wie sich das Spiel entfaltet, wo man überall was zu finden hat, ist man immer wieder neugierig. Nur Spyro, flieg! Flieg doch mal! Ey, die Ladezeiten, ne? Die sind bestimmt nur auf der Switch so lang. Egal. Ist egal. Man hat ja Kompromisse. Es sind wirklich Panda-Bären, jawoll! Okay, so. Erstmal einsammeln. Asiatisch angehaucht mit einem Level wie Bambus im Namen. Bambus im Namen. Natürlich sind das Panda-Bären. Spyro, wir werden schon den ganzen Tag von Rhinoxen schikaniert. Deshalb konnten die Arbeiter nicht den Bambus für den Kreisel sammeln, der dich zum Artensee bringen soll. Wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Ein Kreisel, der uns wegschicken soll? Hä? Okay, wir haben sie weggeschickt, aber sie hören nicht auf uns. Ja, der muss sich wohl zusammenschlagen. Kein Problem. Okay, ja, Rhinox, ja, lass mal deine... Aua! Was mit Raketen? Wisst ihr, okay, jetzt sind das wirklich alle asiatischen Klischees oder halt historischen Events aufgeschlüsselt oder was? Der Panda-Bär mit Lingling und wie heißt du? Achso, okay, dem muss ich wohl... Okay, verstehe, dem muss ich wohl helfen. So, hier gibt es keine Fähigkeitspunkte. Schon mal Mühlstein, so ein Riesending. So, keine Fähigkeitspunkte, also können wir uns getrost hier allem Sammelbaren widmen. Und können dann auch alles, was, wenn wir irgendwas abgeschlossen haben, einfach direkt weiter. So, es gibt hier 500 schon wieder und 6 Eier. Okay, gut. Eigentlich muss immer, ich kann es ja echt sagen, ein Ei immer weniger, weil einfach das Level durchspielen bringt einem ja schon ein Ei. So, kann man in diese wunderschönen Pagodenhäuser hier rein? Oder sind die einfach nur da zum schick aussehen? Ich glaube ja. So, da oben ist bestimmt das Ziel schon. Jups. So, danke Leute, alles cool. Diesen Felsbrocken wegzuschieben war nicht leicht. Aber nach einer Verschnaufpause will ich weiter Bambus sammeln. Bambus sammeln. Chichi. Okay, Lingling, Chichi und du, also du warst hier. Okay, der redet nicht mit mir. Ist okay, der mag mich nicht. Nee, muss ja auch nicht sein, ne? Wenn nicht, dann nicht. Meine Fee Zoe, die redet dir das mit mir. Oh, von der Rakete hier vorbei. Was machen die denn da? Die Panda werden unter Beschuss. So, komische Bisons oder was? Oh, cool. Einfach ein Ei von Dwight. Sag mal, fangen immer mehr Drachen an zu heulen? Kann das sein? Und irgendwie an Gewicht zuzunehmen? Oder ist das nur ein Zufall? So, guck mal, ob es gleich noch ein Ei. Können wir sie bestimmt von irgendwo hochschweben nennen? Ist kein Problem. Mann, die ollen Pandas, ey, lass doch mal. Boah, zwei aus wie eine Rakete. Boah, Double Hit. Bams. Okay, wieder abtauchen. Gleich natürlich. So, die. Achso, okay, genau. Jetzt ja, ist noch ein Dritter in Gefahr. Man muss die halt alle retten, damit die uns den Weg weiter öffnen. Mach den Schirm weg. Süß. Voll so ein Räuberleiter gemacht. Oder Panda-Leiter. Um schön hier erstmal. Oh, Secret Way. Ich muss erstmal die Brücke zu aktivieren. Sehr gut. Ja, gleich. Gleich. Erstmal nochmal gucken hier. Pack den Schirm weg. Der ist eh aus Papier. Der will mich als Feuerdrachen mit einem Papierschirm angreifen. Ja, das ist super schlau. Ah, wie es hier aussieht, ey. Obwohl, eigentlich sehen alle Entfernungsdinger gleich aus. Immer irgendwelche Berge im Himmel. Wey. Dafür haben wir das zweite Ei. Von Madison. Komm raus, du kleiner Sack. So. Nein, du bist kein Hund, Mensch. So, zack. An sich kann man sagen, wir haben schon die Hälfte der Eier. Ne? Weil, wie gesagt, eins kriegen wir am Ende sowieso. Okay, das war das. So, dann noch die einsammeln. Und dann geht's mal ab zum Tauchen. Ups. Sammeln Eis 1, Max. Danke. Oh, die Panda werden hier. Oh, eine Räuberleiter gemacht. Danke, Leute. Und jetzt reden die auch nicht mit mir. Leute, ihr könnt euch wieder rühren. Und ihr müsst nicht alle den gleichen Gesichtsausdruck machen. So. Underwater. Na, Spyro? Könntest du bitte? Triff das Ding. So. Ich hab kein Eichel, natürlich nicht. Nur Unterwasserkram.
So, wartet mal. Sah hier gerade irgendeine Wand komisch aus mit Rissen oder sowas? Nee. Wird die normale Textur sein. Uff. So, raus aus dem kühlen Nass. So, war das hier alles? Jo. Spark sagt, noch da. Aus dem Weg, Mann! Oh. Okay, kann man anscheinend nicht umrennen. Ach ja, stimmt, der ist ja zu groß. Große Gegner kann man ja nicht umboxen. Die muss man brutal verbrennen. So, danke fürs Speichern, Zoe. So, und Subburnt. So, ein Bison. Oder was ist das auch immer? Ein Jack oder was? Ich weiß es nicht. So, die Brücke hier ist komplett zerstört. Na toll. Die Rhinoxe sind gemeingefährlich. Machen ja alles kaputt. So, da müsste ich irgendwie auch noch kommen. Und der Typ mit seiner Rakete, lass los. So. Der hat ihren zu labilen Finger, der feuert die so schnell ab. So, guck mal, da irgendwie von der Höhle aus? Wie komme ich denn da hin? Na, mal gucken. Du bist weg. Soll ich hier ins Wasser? Nee, weil hier treibe ich bestimmt nur weg. Jups. Wow, Alter, pack doch mal. Sag mal. So, kein Feuerwerk hier für dich. Okay, wie komme ich denn? Oder ist da irgendwie eine geheime Höhle? Wie kommt man denn da hin zu dem Typen da? Na, wir finden hier eh alles raus. Keine Sorge. Ich finde hier alles raus. Ah, wieder so ein... Ach, es gibt wieder so eine... Warte mal. Man sieht, das ist schon wieder die Verwechslungsgefahr. Ist das jetzt hier das erste Wanderfass in Spyro 3? Ich glaube, ne? Da hinten haben wir wieder so eins, wo wir wieder dann durch die Welt jagen müssen. So, ich kann hier irgendwelche Bambusdinger verbrennen. Das ist aber kein Dings, ne? Kein erforderliches Hindernis? Nö, gibt keine Bambuswelt. Keine Fähigkeitspunkt hier. Na gut, dann nicht. So, warte, der Bus wart schon. Oh, die Notfallfluchtbrücke. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Ich aktiviere sie sofort. Sing, sing! Oh. Es wäre uns eine Ehre, wenn du dieses Zeichen unserer Wertschätzung annimmst. Okay, das sind wir was doch schon. Tom. Tom ist befreit. Wow, yeah, und ist agil. So. Yeah. Sind dann wieder ultra kurz. Aber gut. Gut. Oh, das ist ein Eierdieb. Perfekt. So, was ist hier? Oh, neuer Charakter. An alle Entdecker. Es gibt hier einen. Es gibt hier keinen Yeti. Und es gab nie einen. Es war nur ein Mythos, wirklich. Die Zauberin. Oh, warte mal, kann ich hier. Man kann irgendwann. Ist das jetzt halt eine spielbare Figur? Ein Yeti? Man kann später ein Yeti spielen. Warum sollte ich... Na gut. Yeti, warum nicht, ne? Ey, passt doch. Ist ja, der Drache ist eine mythische Figur. Und der Yeti, ne, warum denn nicht? Passt doch. Aber ein Känguru und ein Pinguin sind dann nicht ganz so selten, sag ich mal. Bam, bam. So, alles mitnehmen. Ja, okay, dann können wir dieses Level leider nicht komplett machen. Leider nicht. Vor allem, da bestimmt sowieso auch noch irgendwelche Dinger drin. Irgendwelche Juwelen werden da auch noch drin sein. Oh, eine Vase ist vor uns aufgetaucht. Oh, das ist ja cool. So ein magischer Ort hier. Okay, da hat jetzt eine Notfallbrücke gemacht. Und hier ist so ein... Ah, okay, den muss ich mir leider schnappen. Wartet. Erstmal alles angucken. Die Lappen sind doch eh viel zu langsam. So, hier ist nicht weiter. Von da komme ich. Okay. Jo. So, komm, bleib sofort stehen, Mann. Das ist nicht deiner, ey, du Sack. Jo. Alter, wo ich echt... Okay, warte mal, wo rennt der hin? Kann ich den irgendwann in der Sackgasse locken oder so? Boah, wenn er springt, wird er richtig langsam. Wenn er am Jumpen ist. Alter, wie dich die ganze Welt nicht hetzt, Alter, beim Stehen, du Sau! So. Yeah, und Pee-Wee befreit. Ey, die gibt so komische Namen, ne? Und Marcel ist bestimmt nicht dabei am Ende. Egal. So. Wir haben hier, ja, zwei Eier fehlen nur noch. Sehr gut. Oh, da sind so viele Juwelen. Oh, shit. Hups. Zum Glück hat Zoe gerade gespeichert. Sind leider bloß alle Gegner wieder da. Aber nee, okay, ich würde dann erstmal schnell die Notfallbrücke selber entlang laufen, mal ein bisschen erkunden. Und ja, wenn alles der Rest ist, vielleicht ein Ei oder vielleicht sogar zwei Eier, gibt es dann erst mit einem Yeti als Figur. Na gut. Jups. Okay. Aber was ist denn? Warte mal, oder ist das hier irgendwie ein geheimer Gang? Nee. Ach Quatsch, warte mal. Nee, hier ist ja die Notfallbrücke. Durch die Notfallbrücke komme ich ja dahin. Und ich am Anfang so verwundert war. So, und jetzt kann ich halt noch hier lang gehen. Und hier haben wir auch noch so eine Subworld, eine Subwelt. Ja, cool. Dann jo, machen wir das noch. Und das letzte Ei denn bei mir, die müssen wir warten. Oh, das klingt lustig.
Bitte hilf uns, Spyro. Meine Freunde wollen nach einer langen Schicht auf den Feldern endlich nach Hause. Aber diese verflixten Rhinoxe lassen sie nicht. Kannst du die Panda-Arbeiter retten? Mit unendlich Feuer? Auf jeden Fall! Los, spring rein! Und pass auf, dass du auf die Rhinoxe zielst, nicht auf meine Freunde. Ach so, auf einmal wie er sie umdreht. Ach, das tut euch auf einmal weh, oder was? Oh, okay, du. So, okay, was soll das denn? So, wo sind jetzt die Rhinoxe? Da oben ist einer. Tschung. So, da oben ist noch einer. Tschung. So, das ist ja auch cool. So, dann, oh ja, werden alle gerettet. Oh Gott, der will ja ganz schnell hin. So, wie die da hochklettern. Okay, die klettern aber erst, wenn die Typen erledigt sind. Das ist gut. Boah, da bin ich weggeflogen, irgendwo hinten, hinterm Berg. Okay, das ist ja ober einfach. Vor allem, weil die wirklich immer schön gerade fliegen. So, das sind keine Pandan, ne? Ne, das sind also keine Bösen. Dann ist gut. So schön in ihre Häuser. Die wohnen alle da, wo sie arbeiten. Oh, das war's doch, oder nicht? Oh, nee, doch, ich habe natürlich einen übersehen. Toll. So. Habe ich sogar zwei übersehen? Nee. Okay, ich glaube, ich muss jetzt einfach bloß warten, bis der da oben ankommt und dann ist es erledigt. Oder hier in der Mitte fehlt noch was. Nee. Was zum? Okay, was soll das denn jetzt? Was soll das denn jetzt? Okay, eine Runde 2. Okay, ich hoffe, ich habe es nichts übersehen. So, okay, ich kann die. Du schaffst es bestimmt beim nächsten Mal. Oh Mann! Bitte hilf, Spyro. Bitte hilf, Spyro! Ja, Mann! Verdammt, das habe ich ausgesehen, Panda abgeballert. Mann! Der war doch nur aus Versehen. Okay, man muss richtig viele Runden fahren. Na gut, so kann ich jetzt mit denen noch schnell hier erwischen. So. Okay, die Treppen sind aber wieder da, die Brücken, okay. So. Hey, guck mal, die laufen irgendwie doch schon von alleine los. Was soll denn das? Toll, den kann man jetzt fast ja nicht sehen wie in der Brücke. Toll. Oh nein. Okay. Aber trotzdem abgeschossen. Na gut, machen wir es mal ganz in Ruhe. Ich wusste, das wird mir so einfach. Ich muss wenigstens keine Krümmung oder sowas mit berücksichtigen, dass die irgendwie halt, ne, irgendwie anders besonders fliegen oder sowas, wenn ich zu hoch mache. Nö, die fliegen einfach genau dahin, wo ich auch hinziele. So, eine Runde abgeschlossen. Der Bus. Okay, die Hälfte ist doch erst vorbei. Es kann bloß noch eine zweite Runde geben, weil länger hält meine Energie nicht. Wo der eigentlich stand, das Power-Up ist unendlich. Na gut. So, ich muss die echt hier irgendwie schon hier oben abballern. Ist jetzt sicherer. So, okay, die bringen sich aber noch in Sicherheit und rennen in die Mitte. Okay, das ist gut. So, wie habe ich denn jetzt hier aus Versehen hier eine abgeballert? Die da unten oder was? Guck mal, die geht ja eigentlich hoch. Die steht da unten noch. Was soll das denn? Keine Ahnung. So. Keine Ahnung, was mit der hier... Oh mein Gott! Was zum... Okay, ich glaube nicht, dass die da unten stehen soll, oder? Ganz merkwürdig. So. Hä? Hä, wen baller ich denn da ab? Ich check das ja an. Ich hab doch in die Luft geschossen. Ich schieße doch in die Luft. Da, wo kein Panda ist. Wieso wurde... Leute, ich verstehe das gerade nicht. Wieso... Was passiert denn da? Ehrlich, kann man den hier auch in Ruhe lassen. Ich verstehe nicht, was da passiert, Leute. Und ich finde es ein bisschen doof, dass die Brücke jetzt schon da ist und der eine da nicht mehr hochkommt. Der eine Panda kommt da nicht mehr hoch. Der fällt da runter und glitscht rum. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Okay, keine Ahnung. Vielleicht soll ich die doch nicht schon vorher in der Luft abballern. Obwohl doch, manchmal klappt das doch. Das klappt doch eigentlich, dass man die in der Luft vorher schon schießt und dann... Tut mir leid, Leute. Ich bin selber mega verwirrt. Weil ich achte eigentlich nur auf die Rhinoxe und auf meinen kleinen Kreis hier. Ne? Ich habe doch nur so einen kleinen Kreis zum Zielen. Wie werden da andere Pandas getroffen? Geil. Ist mir doch jetzt egal, Leute. Ich werde das hier einfach tryharden. So, guck mal, hier schießt doch gar kein Panda ab. Das fliegt ja auch, wie gesagt, das fliegt ja auch immer geradeaus da, wo ich hinschieße. Also das kann nicht irgendwie, weiß halt nicht, irgendwie aus Versehen abprallen und dann unten landen oder so. Ne? So. Obwohl ich, dass ich aus Versehen über hier drüber schieße und dann irgendwie eintreffe, ohne den zu sehen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Hier noch das gleiche, da hinten steht zwar einer, ne? Aber eine kommt, ey, schieß ja nach hier. So, nichts passiert. So, den. So. Und jetzt irgendwie, hier die, oh, was ist denn das? Die schwimmt hier rum. So, irgendwo da hinten. Wen habe ich denn da abgeballert? So, ein Schuss, ein Treffer. Na? Bitte, nimm dieses glänzende Ei. Es wird dir Glück bringen. Okay, keine Ahnung, jetzt hat es irgendwie funktioniert. K-
Keine Ahnung. Rusty! Yeah! Ja! Irgendwie hat's funktioniert. So, das war's ja anscheinend. Naja, ich kann nicht in die andere Richtung laufen. Ich kann nur nach draußen laufen. Okay, gut. Hier gibt's auch keine... Jupp, hier gibt's auch keine Juwelen. Es fehlt nur noch ein Ei. Und da werden wir, glaube ich, nichts dran ändern können. Das wird's hier nicht geben. Sparks sagt auch schon von wegen, ja, musst du in die andere Richtung, oder was? Sparks sagt... Aber nee, warte, ich kann noch das... Krug, die Vase? Das Krug, das Vase? Nein, die Vase kann ich noch machen. Guck mal, die steht jetzt noch da. Nachdem ich jetzt in einer anderen Welt war. Natürlich nicht. Ist natürlich klar, ne? So, dann mach ich noch schnell die Vase und dann soll das aber alles erledigt sein, was man machen kann. Da fehlen aber noch ganz schön viele. Bei den Yeti denn. Ups. Ups. So. So, ganz schnell, dann gehen wir einfach nach Hause. So, weil das nur eine Spark sagt. Okay, Spark sagt schon wieder, ich soll mich umdrehen. Okay, Spark, da irgendwo im Sonnen was liegen? Okay, gucke ich gleich. Aber erstmal nochmal hier. Didendü. Wow. So. Ja, wir wissen Bescheid, wo das ist. Ja, ja, ja. Irgendwo habe ich dann doch noch einen übersehen. Einen kleinen. So. Zack. Okay, Sparks, du hast jetzt nach unten geguckt. Wo ist hier noch was? Doch im Wasserfall. So, was wo denn hier? Hier, doch hier unten? Ist doch irgendwo im Wasserfall, was? Ach doch, klar, tatsächlich. Okay, gut, dann ist ja gut. Ich dachte schon irgendwie, dass ich aus Versehen denn den Wasserfall runtergetrieben werde oder so, aber nö. Das ist doch Spyro egal. Der wird hier nirgendwo runtergetrieben. So, aua. Mal raus aus dem Wasser, nochmal kurz Sparks abchecken. Jupp, jetzt sieht es so aus, als würde er mich nur noch zum Krug hinweisen. Klein Scheißer, komm her, Spatz! So, und ja, wieder eher Richtung Anfang. Ja, es geht zum Glück nie, also dieses Fass geht anscheinend nie hin und her. Es geht immer in eine Richtung. Also quasi der letzte Krug wird bestimmt einfach am Anfang des Levels sein. Ja, genau. Geht immer weiter da lang. So, und ja, natürlich, direkt hinter der Tür. Man kann mich fast sehen. So. Und nochmal. Und jetzt wirklich am Anfang. Warum muss man diese Vase eigentlich so jagen? Hat die was gegen Spyro? Ist das auch verzaubert oder was? So. Yeah. Zack, 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 zack. So. Und jetzt. Vielen Dank, dass du die Notfallbrücke geöffnet hast, Spyro. Kein Problem, Lingling. Ich glaube, jetzt sagt Sparks wirklich von wegen. Zack, geh nochmal schnell. Halt, geh zum Yeti-Level. Ganz bestimmt. Wow. Guck nochmal schnell. Und dann hauen wir aber ab. Hat doch gut geklappt für den Part. Ja, okay, gut. Ja, da fehlt aber echt noch... Ey, noch 200. Was ist denn das da für ein Level mit dem Yeti? Ey, keine Ahnung. Leute, verschwinden wir hier. Passt super. So, leider nicht komplettierbar. Nope. Ja, dann ist jetzt die Überlegung, Leute. Versuche ich nochmal... die Strecke beim nächsten Mal gleich zu beginnen. Dass ich irgendwie nochmal die Strecke versuche und dann halt den Boss mache. Oder halt auch, und danach auch noch das Sparks-Level. Die Sparks-Level würde ich am liebsten auch immer gleich sofort machen. Auch wenn wir eigentlich nach einem Boss direkt immer gleich schon im nächsten folgenden Gebiet sind und da vielleicht auch eigentlich bleiben könnten. Aber irgendwie will ich dann rückwirkend einfach schon mal, weil es nicht großartiges Backtracking ist, will ich eigentlich immer so schnelle Sachen immer gleich erledigen. Wie halt auch beim ersten Gebiet, wo wir die wieder rein müssen. Lass uns zum Kreisel gehen! Achtet! Okay, da stehen sie jetzt alle und wollen uns weiterbringen. Oh, guck mal. Nein, wir wollen aber noch nicht. Wir wollen noch nicht. Nein, denn wir... Aua. Wir brauchen noch zwei Eier hier. Ne, also eigentlich noch drei, aber bei dem Fluglevel, das soll ich ja alles schaffen. Oh, wenn ich halt bloß weiß, wie man da schneller irgendwie fliegt. Und dann müssen wir dann noch Jäger finden. Aber erstmal, Leute, war es das wieder für den heutigen Part. Ich bedanke mich sehr bei euch für euer Interesse. Drückt mir die Daumen, dass ich hier irgendwie eine bessere Flugroute rausfinde beim nächsten Mal, damit wir das hier auch abschließen können. Weil eigentlich mag ich die Welten ja, wo man fliegt. Ciao.